Fridays for Future, aktuelle Entwicklungen in der Corona-Politik oder die Einführung der 5G-Technologie. All das sind hochaktuelle Themen, mit denen sich sicher auch eure SchülerInnen beschäftigen. Wieso sollten wir diese Themen also nicht auch mal im Mathematik- oder naturwissenschaftlichen Unterricht besprechen? Ich bin Alice vom International Center for STEM Education in Freiburg, wo wir uns täglich mit Themen rund um die MINT-Bildung beschäftigen. Hier auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen wir kurze Videos über unsere Schwerpunktthemen. Heute geht es um den Einsatz von gesellschaftlich relevanten und kontroversen Themen im MINT-Unterricht, auch Socio-Scientific Issues genannt. Stell dir vor, du könntest deine SchülerInnen im Unterricht motivieren, sich mit mathematischen und naturwissenschaftlichen Ideen und Informationen auseinanderzusetzen, zu diskutieren und begründete Entscheidungen zu treffen. Nur wenige Aufgaben bieten diese Vielfalt an Lernmöglichkeiten. Und dabei werden Kinder und Jugendliche bei vielen Entscheidungen im Leben mit genau diesen Fähigkeiten konfrontiert. Unabhängig von der künftigen beruflichen Laufbahn unserer SchülerInnen sollten wir im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht, also idealerweise, Lernerfahrungen ermöglichen, die genau darauf vorbereiten. Diese mathematischen oder naturwissenschaftlichen Lernerfahrungen können wir Lehrkräfte im Unterricht durch den Einsatz von authentischen Kontexten mit gesellschaftlich relevanten und kontroversen Themen anbieten. Diese Art von Kontexte nennen wir auch Socio-Scientific Issues oder kurz SSI. Ein Beispiel für ein solches Thema wäre die Frage, ob genetisch manipulierte Lebensmittel die Zukunft der Lebensmittelindustrie sind. Es handelt sich hierbei um authentische gesellschaftliche Fragestellungen, für deren Beantwortung wissenschaftliche Daten zur Verfügung stehen, die aber möglicherweise auch kontrovers sind. Da es sich um kontroverse Themen handelt, erfordert der Umgang mit SSI sowohl ein Verständnis der relevanten wissenschaftlichen Ideen als auch eine durchdachte Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen, politischen und ethischen Aspekte dieses Themas. Ein gesellschaftlich relevantes Thema, das sich gut für den Unterricht eignet, ist unsere Wassermarschaufgabe. Die SchülerInnen sollen dabei untersuchen, ob Glas- oder Plastikflaschen sinnvoller sind oder ob ein Wassersprudler eine gute Alternative darstellt. Dabei müssen sie zunächst natürlich festlegen, unter welchen Gesichtspunkten sie die Untersuchungen anstellen wollen. Wirtschaftliche Überlegungen wie die Geldersparnis, physische Aspekte wie das Gewicht der Flaschen, als auch die Perspektive der Nachhaltigkeit müssen berücksichtigt werden. Die Lernenden treffen Abschätzungen und können so durch ihre Modellierung zu ganz unterschiedlichen mathematischen Vergleichen kommen. Es geht also bei der Aufgabe nicht primär um ein bestimmtes mathematisches Thema, sondern um den Entscheidungsprozess auf Grundlage mathematisch korrekter Fakten. Durch das Behandeln solcher Fragestellungen im Unterricht lernen die SchülerInnen, wie solche Entscheidungen getroffen werden. Das hilft ihnen, Entscheidungen zum Beispiel bezüglich des Klimawandels oder der Corona-Krise besser zu verstehen. Wie ihr seht, eignen sich Socio-Scientific Issues hervorragend, um mathematisches Modellieren einzusetzen, auch in den Naturwissenschaften. Zum Thema mathematisches Modellieren und dem Modellierungskreislauf haben wir auch schon ein weiteres Video gedreht. Das findet ihr selbstverständlich in der Beschreibung verlinkt. Aber nicht jede Aufgabe mit gesellschaftlich relevantem Bezug ist immer eine Modellierungsaufgabe. Bei unserer Aufgabe zu Sally Clark zum Beispiel ist der fachliche Inhalt stark vorgegeben und es können trotzdem politische und ethische Aspekte diskutiert werden. Sally Clark war eine Britin, die 1999 für den plötzlichen Kindstod ihrer beiden Kinder verurteilt wurde. Das Urteil basierte maßgeblich auf der Aussage eines geadelten Kinderarztes auf Grundlage eines stochastischen Modells, das nicht zur medizinischen Realität passte. Die Aufgabe eignet sich zur Veranschaulichung von bedingten Wahrscheinlichkeiten. Es kann aber auch die Rolle von Aussagen prominenter Persönlichkeiten in Gerichtsverfahren unterschiedlicher Länder diskutiert werden. Socio-Scientific Issues bieten sich an, wenn die Lernenden sich tiefer mit einem Thema beschäftigen sollen, als nur fachliches Wissen zu erarbeiten. Dadurch haben SSI einige Vorteile. Die gesellschaftlich relevanten Kontexte machen Mathematik und die Naturwissenschaften in unserer Lebenswelt sichtbar. Technologie zum Beispiel baut auf Mathematik und naturwissenschaftlichen Prinzipien auf, wird im Alltag aber meist als eine Art Blackbox genutzt. Wir als AnwenderInnen hinterfragen selten, wie die Technologie eigentlich funktioniert. Der Einsatz von SSI im Unterricht bietet Möglichkeiten, diese Blackbox zu untersuchen, die Relevanz von Mathematik und Naturwissenschaften zu verdeutlichen und Vor- und Nachteile der Technologien für die Gesellschaft zu diskutieren. Außerdem werden durch SSI nicht nur naturwissenschaftliche und mathematische Inhalte vermittelt. Socio-Scientific Issues bieten einen Kontext, um gesellschaftliche Konsequenzen von Mathematik und Naturwissenschaften zu diskutieren. SchülerInnen lernen nicht mehr nur von den Naturwissenschaften und Mathematik, sondern auch über die Naturwissenschaften und Mathematik.
Das Lernen über Naturwissenschaften und Mathematik umfasst nämlich auch die sozialen, kulturellen und ethischen Dimensionen der Wissenschaft. Der Einsatz von SSI bietet eine Möglichkeit, die Entwicklung unserer SchülerInnen zu mündigen BürgerInnen zu fördern. Da der Einsatz von Socio-Scientific Issues jedoch mehr beinhaltet als das Lernen mathematischer oder naturwissenschaftlicher Konzepte und Ideen, kann der Einsatz im Unterricht auch sehr zeitintensiv sein. Alltagsbeispiele und gesellschaftlich relevante Kontexte sind häufig hochkomplex und können nur durch stark vereinfachte Modelle angenähert werden. Da auch das Modellieren ein wichtiger Bestandteil mathematischer und naturwissenschaftlicher Kompetenzen ist, finden wir es sehr wichtig, diesen Aspekt für die SchülerInnen offenzulegen und immer wieder anzusprechen. So sind SSI ganz vielfältig im Mathematikunterricht oder den Naturwissenschaften einsetzbar. Zu den in diesem Video genannten Beispiele Wasser Marsh und Sally Clark haben wir euch Materialien in der Beschreibung verlinkt. Probiert sie gerne aus und diskutiert eure Erfahrungen in den Kommentaren. Was ist eure Meinung zu Socio-Scientific Issues? Setzt ihr gesellschaftlich relevante und kontrovers diskutierte Themen bereits im Unterricht ein? Seht ihr weitere Vor- oder Nachteile, die wir jetzt nicht genannt haben? Habt ihr noch weitere Beispiele aus eurer Schulpraxis? Wir freuen uns auf eure Berichte in den Kommentaren. Wir melden uns bald wieder mit spannenden Themen aus der MINT-Bildung. Macht's gut und bleibt gesund!